Ich glaube, jo, wir haben ihn wieder her. Boah, Junge, Alter. Oh, geh doch nicht in mich rein. Oh, boi. Oh, hab ich's? Oh, what? Alter. Moin, mein YouTuber, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer Runde der Monologist. Ich bin solo unterwegs und ich spiele im Deadwood House. Das zweite Mal überhaupt auf dieser Map. Das erste Mal habe ich es mit meiner Frau gezockt und da ist sie draufgegangen. Letztendlich haben wir den Exorzismus geschafft, also ich, aber ja, mal gucken, wie es jetzt so solo läuft. Ich kenne auch noch lange nicht alle von den echt coolen Events, die es da bestimmt gibt. Also von daher bin ich mal gespannt, was mich so erwartet. Was haben wir denn? Sandra Brooks. Ein solides Foto, die Kerze auspusten und Ektoplasmaglas die Silhouette finden. Okay, Kamera ist mit, Kerze ist mit. Passt. Erstmal Taschenlampe, EMF und Thermometer. Und dann auf zum wirklich cool gestalteten Deadwood House. Hier mit dem schönen Geisterbett lag. Ui. Warte mal. Ach, da ist eine Puppe drunter. Okay. Schön, schön. Das ist ein Riesenkürbis. Geil ist das denn? Das ist ja der Hammer. Richtig cool. Okay. So, dann nichts hier rein. Mal kurz einen Überblick verschaffen. Aber umso mehr Aufgaben ich erfülle, umso weiter versiegelt sich hier dieser Raum. Hier, glaube ich, zum Schluss auch der Exorzismus drin ist. So, okay. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir schnell den Geisterraum finden. Temperatur ist soweit noch alles. Okay. Aber ein Baum. Ich hatte mich doch vorher gerade ein bisschen erschreckt. Hier ist die Temperatur auch stabil. Das letzte Mal hatte ich ihn, glaube ich, hinten am Arbeitszimmer. Da ging richtig die Party ab. Hi. Okay. Cool. Cigars. Ah, okay. Pine Ale, Cigars. Ich glaube, jo, wir haben ihn wieder hier. Boah, Junge, Alter. Oh, geh doch nicht in mich rein. Aber dabei kein EMR5 gehabt. Wollte ich nur noch mal betonen. Wir sind hier aber immer noch bei 20 Grad. Oh, ist mir eigentlich ein bisschen zu warm. Ah, okay. Jetzt fällt es mal auf 15. Ich hole mal weiteres Equipment. So, wir machen hier mal ein Licht an. Hier machen wir auch mal ein Licht an. Dann gucken wir, ob wir noch ein drittes Licht anmachen dürfen. Hier haben wir noch die Küche. Vielleicht können wir hier noch eins. Nö. Kaputt. Warte, okay. Dann ab ins Zelt. Und ich nehme Ektoplasma. Ne. Nehme das ESG-Gerät und die Staffelei erstmal mit. 92er Sanity, obwohl er gerade permanent in mir drin stand. So, dann bringen wir den Kram mal rein. Ist auf jeden Fall wieder der gleiche Raum wie beim ersten Versuch, den ich hatte. Mal gucken. Okay, irgendwas flog da gerade an mir vorbei. Ja. Ah, ein schönes Pentagramm. Ja. Es geht. Ui, okay. Meine Fresse. Mach doch nicht so einen Scheiß. Oh. Ja, haben wir schon mal ESG. Wir kommen gleich raus. Holen wir noch die Sprachbox und das Ektoplasmaglas. Das dürfen wir nachher nicht zu weit wegwerfen, weil wir müssen ja noch dann auf jeden Fall die Silhouette finden als optionales Ziel. Damit wir zum Exorzismus zugelassen werden, quasi. So, okay, aber erstmal loggen wir jetzt ein. Wir hatten ESG. Kommt echt schnell inzwischen. Also das haben sie wirklich gut gefixt. Gefällt mir. Dieses ewig lange Warten früher, das war eine Katastrophe.
85er Sanity. Okay. Bin ja schon mal froh, dass der mal raus. Ich glaube, der Handtuch auch der oder die Mare, die die so früh jagt. Bin ich mal richtig im Game. Egal. Naja, aber 5 Minuten passt. So. Oh, mal gucken, ob er mit uns quatschen will. Aber ansonsten bisher noch nicht so viele Events. Das wollen wir mal so festhalten. Are you here? Where are you? Are you friendly? Can you talk? How old are you? Are you here? Where are you? Can you talk? How old are you? Also quatschen wir da nicht. Dann gucken wir mal, ob wir hier weiße Flecken finden. Ja, guck dir das an. Haben wir Ektoplasmaflecken, Glas. Das lag doch schon wieder richtig beschissen. So. So, die Tür da angegrabbelt. Das heißt, ich hole jetzt nochmal die UV-Lampe rein. Und werde mir auch ein Kruzifix mitnehmen. Einfach, falls es doch ein Geist ist, der ein bisschen früher auf Jagd gehen möchte, würde ich ungern gegrillt werden. Ja. So mocken wir das. Einmal ab ins Zelt. Zack, zack. Sanity 79. Ist okay. Das ist auch ein Game. Man kann sich ja hier auch eine Kamera holen, aber irgendwie hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen, wofür ich die bräuchte. Also gut, klar, ich kann wahrscheinlich aus dem Van dann auch ESG beobachten und ob er die Staffelei malt, aber das ist ja langweilig. Ich will die Action haben. Okay, dann gucken wir uns mal die Tür an. Vielleicht sehen wir die Fingerabdrücke noch, falls es vielleicht... Ja, guck dir das an. Fingerabdrücke. Wieder Deogel. Okay, gut. Dann optionale Ziele. Dann gucke ich erstmal nach der Silhouette. Da muss ich ja noch die Kamera reinholen, damit ich ein solides Foto schießen kann. Jetzt ist wieder die Frage, wo kannst du sitzen? Okay, da es ging schnell. Wunderbar. Zack. So, dann bauen wir die Kamera und die Kerze. Kruzifix. Lege ich mal gar nicht so weit weg hin. Da. Das kann ich dann nämlich gleich wieder aufnehmen. Da war ein Event. Schade. Hätte ich gerne mitgenommen. So. Gucken wir mal. Sanity. 65, 69%. Okay. Also, Fotoapparat, Kerze. Dann soll er sich mal zeigen, dass ich mal ein schönes Foto von ihm schießen kann. Ja, ist ja gut. Also der drückt auf jeden Fall nicht so sehr auf die Sanity wie der Deogame in meiner letzten Runde. Das muss ich schon mal festhalten. Oh, hab ich's? Nein, ich glaube, ich habe genau in den Blink reingefotografiert, wo er sich nicht gezeigt hat. Oh mein Gott. Also das muss man hier echt genau timen. Wobei ich glaube, es ist im Phasma auch nicht anders. Wenn er gerade weggeblinkt ist und du abdrückst, dann nicht gehabt. Blow out the candle. Tut mal. Okay, auf 3 ist das Kruzifix. Nur, dass wenn er jagen sollte, ich schnell wechseln kann. Blow out the candle. Show yourself. Na komm. Du willst dich doch zeigen, ich weiß es doch. Ja? So, auch schon hier.
Irgendein Architekt. Hat hier irgendwas entworfen. Oder? Jo, okay. Danke fürs Licht. Drop meine Sanity nicht so schnell. Freut mich. What? Alter. What the fuck? Oh mein Gott. Oh. Kerze ausgepustet. Okay. Komm, jetzt zeig dich nochmal. Alter. Du Dreckiger. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Komm, ich, guck mal, was die Sanity macht. Ich glaube, ich schmeiß einfach nochmal Pillen. What the? Ja. Weil ich bin zwar das Kruzifix eigentlich safe, aber ich bin noch ein etwas unsicher. Ein etwas unsicher, nein, auch etwas unsicher. Da versaut ein Phasmo echt. Aber Phasmo hat, auch wenn ich mich da inzwischen auch echt gut erschrecken kann, bei weitem nicht so viele Jumpscares wie hier. Das ist unfassbar. Aber ich find's geil, also. Besser so eine Runde, als wo sich der Geist gar nicht zeigen möchte. Ja? Mach dir auch das Licht nochmal aus. Komm. Zeige dich. Show yourself. Okay, es geht's jetzt nicht. Schade. So, ein hässliches Vieh. Meine Fresse. Oh. Ja, ja, ist gut, ist gut. Show yourself. Mensch, ich will jetzt ein Bild machen. Meine Güte. Kann doch nicht so schwer sein. Okay, ja, okay, okay, okay. Jetzt muss ich mal gucken, was in meiner Auf. Okay, hunted. Oh, ich habe mich schön in der Sackgasse manövriert. Schade. Raus. Okay, das hat wohl einiges an Sanity gefressen. Das ist der Nachteil, wenn man die Map nicht kennt, dann läuft man nämlich in einen Raum, wo man dann ein einfaches Futter ist. Ich wollte nämlich eigentlich diesen Loop laufen und in der Hoffnung, dass er irgendwann aufgibt. Hat nicht geklappt. Aber gut, wir haben ja noch einen Kruzifix. Jetzt gucke ich erstmal, was wir machen. Verbrenne die Schriftrollen. Okay, dann machen wir das doch. Hat man doch noch unsere Jagd. Aber jetzt will ich die extra Kohle. Also, come on. Hat er die jetzt genommen, die Pille? Ja, ne? Jo, wir sind wieder bei 99%. Passt. Ja, aber die Runde hat auch schon wieder einiges zu bieten gehabt, hier, das Deadwood-Haus. So. Schriftrollen. Das heißt, ich muss die, glaube ich, finden und dann schmeiße ich die hier in den Kamin. So war das, glaube ich. Ja, hier war Nummer 1. Wie war mir doch so, dass er dann hier die Räume blockiert eigentlich? Dass du nicht mehr so einfach durchlaufen kannst. Nummer 2.
Oder passiert das zufällig? Ah doch, da ist jetzt zu. Da hinten? Oder war das schon die ganze Zeit? Nee, das ist neu. Das ist neu. So. Gucken wir mal. Einmal. Oh! Oh, what the fuck, Alter. Oh mein Gott. Okay. Ja. Okay, die letzte Schriftrolle. Also gut, da stand verbrenne die Schriftrollen. Ich schätze mal, es sind jetzt wirklich nur drei, oder? Jo. Jo, das ist auch wieder ein cooles Event gewesen. Okay, Geist exorziert. Alles abgeschlossen, oder? Sieht man das eigentlich hier jetzt irgendwo? Nö, ne? Das sieht man weiterhin, glaube ich, nur im Zelt. Aber alles abgeschlossen. Mal gucken, was hat das denn noch an Sanity gekostet? Ja, 88. Hat nochmal guten Zehner gedrückt. Dann ab in die Karre und nach Hause ins Penthouse. Und die Kohle einstreichen. Ja, der Deo Gel. $5.100 haben wir bekommen. 157 Erfahrungspunkte und wir sind auf Stufe 74. Ich glaube, vorher war ich auf 72 oder sowas. Und naja, das passt. Was wir jetzt nochmal machen können, hatte ich die letzte Folge nicht gemacht. Wir wollen ja hier nochmal... Oh. Aber hallo. Natürlich will ich einen Kürbis haben. Es gibt auch neue Masken. Aha. Aha. 25.000. Ja, nee, ist klar. Okay, aber... Na, demnächst gibt es auch wieder eine neue Bude. Okay. Was kaufen wir denn als nächstes? Oh. Ah, komm. Gehen wir dich mal hier an den Esstisch. So, wo stehst du? Ah, hier. Gut. Schönes Ding. Perfekt. Genau, das ist die Notiz für diesen Geist, die Aufgabe, die ich eigentlich immer noch machen will. Irgendwann gehe ich dir an. Ei! Das ist ja mies. Der wackelt da ja auch. Ich habe noch. Irgendwann hatte ich, glaube ich, mal gesagt, habe ich hier rausgekommen und gesagt, so, das wäre jetzt nicht so meins. Aber das ist ja nur der Flur und da kann ja nur ich hin. Aha. Oder irgendwelche freakigen Geister mit Halloween-Masken. Junge. Das ist schon eklig. Gucken, gibt es hier noch mehr? Ja gut, hier auch alles ein bisschen schön auf Halloween geschmückt. Hier steht keiner in der Dusche oder in der Badewanne oder draußen vorm Fenster. Nö. Okay, gut. YouTube. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, bitte dann denken, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und schreibt mir nochmal in die Kommentare, wie hat es euch gefallen. Soll es weiter mit dem Monologis gehen? Wollt ihr mehr sehen? Ich denke mal, ich werde irgendwie jetzt die Balance zwischen Dämono und Phasmo finden. Dann werde ich beides irgendwie bedienen. Also, macht's gut, habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend.